Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf der Stappenbach. Ja, wie gesagt, das ist jetzt die letzte Wiese, fahren wir mit Mineraldünger. Da fahren wir eben hin, die letzten beiden Wiesen. Wir müssen auch noch Flächen düngen, also jetzt ist erstmal so ein bisschen Düngeorgie angesagt. Dass ich das hier alle fertig kriege. Oh, schaltet wieder nicht, ne? Jetzt aber. So, Feuer frei. Dass wir hier gedüngt kriegen. Oh, ich habe die große Streubreite. Oh, das läuft. Ich brauche noch ein Bild. Druck. Danke. So, jetzt aber. Auf zur Düngemission. Zur Düngeorgie. Dass wir hier fertig werden. Dann können wir nämlich eigentlich die nächsten Tage durchspulen oder wir kaufen Tiere. Also da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Wir müssten eigentlich CCM machen. Wir haben Körnermais im Silo. Da könnten wir CCM rausmachen. Das ist, glaube ich, muss ich mir noch mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, wie wir das jetzt am besten machen. Ich würde schon gerne Schweine machen. Pferde, weiß ich, würde ich auch gerne machen wegen der Horse Extension. Aber ich glaube, Pferde kaufen wir jetzt, wenn wir die ganzen Futtermittel dazu haben. Vielleicht sollten wir Schweine auch noch warten. Wäre vielleicht vorteilhafter. Wir haben Kühe. Wir haben Schafe. Ah, die anderen Tiere, da warten wir bis die erste Saison oder bis wir die anderen Futtermittel alle am Hof haben. Und dann machen wir die. Ist, glaube ich, der bessere Plan. Sonst müssen wir so viel Futtermittel zukaufen und das geht ja irgendwann so ins Geld. Nee, dann warten wir damit. Dann können wir besser spulen. Machen die anderen Sachen. Und haben das dann ruhig weg. Ja, genau so machen wir das, Leute. Das ist besser. Ich habe das nämlich auf der Schabel gemerkt. Wenn du so viele Tiere hast und du spulst, du brauchst bis ja stellenweise dann 3 Stunden am Spielen. Wenn du 2 Tage vorspielst, spulst, weil du füttern musst, du bist am Einstreuen, du machst dies, du machst das, du machst jenes. Ey, also echt, das ist heftig. Ganz ehrlich. Deswegen, wenn das alles läuft und wir haben die ganzen Futtermittel, dann können wir besser, wie heißt es, die Tiere kaufen. Die Schweine und Pferde rennen uns ja nicht weg. Wenn wir ganz ehrlich sind, oh, man sieht da nichts. Nix siehst du in der Innenansicht. Oh, ich muss die Trecker noch nachrüsten, die müssen noch GPS kriegen. Ja, muss ich da mal bei Gelegenheit machen, ne? So, dann haben wir das auch gleich fertig. Schicki feini. Dann haben wir ja mehr geschafft, wie ich eigentlich wollte. Mit meinem Fauxpas, dass die ganzen Folgen stiften gegangen sind. Naja. Shit happens. So haben wir es auch hingekriegt. So, fertig, ab zur nächsten Ecke. Oh, der schaltet wieder nicht. Zur nächsten Wiese. Und dann müssen wir gucken, welche Ackerflächen noch gedüngt werden müssen. Falls das, ja, müsste gehen. Ein Teil müsste jetzt schon wieder düngbar sein. So wie die Luzerne-Ecke und... So. Fahren wir direkt hier rein. Da sind wir ja auch in einmal rum, ey. Ist das ja schon abgedüngt hier. Leute, das ist richtig schnell geht das mit diesem riesen Streubreite. Das war echt kein schlechter Kauf, dass wir uns so einen breiten Düngerstreuer gekauft haben. Da schaffen wir was mit. Ich weiß gar nicht, müssen wir die Wiesen hier nebenan auch noch düngen? Muss ich mal gucken, wo wir neu angesät hatten.
Der halbe Bach mitgedüngt. Nicht so schick, ne? So Leute, dann ist gleich durch hier, ne? Ist Luft. Ist Luft. Liebe Leute, es läuft. Schicki Freini. So, ein bisschen die Schafe sind noch mit dem, dass sie auch was kriegt. So, haben wir das hier auch. Jetzt müssen wir die anderen Flächen eben nachgucken. Wo müssen wir denn noch alles düngen? So, wir sind hier hinten. Da ist gedüngt. Da ist gedüngt, da ist gedüngt. Die beiden Flächen müssen noch gedüngt werden, ne? Die da hinten war voll. Dann fahren wir jetzt mal zu 104. Mal gucken, ob die schon Dünger annimmt. Oh, die Minimap. Auf zu 104. Entschuldigung. Ja, gut, dass wir Pflegereifen drauf haben. Können wir besser fahren. Kommen wir da überhaupt so drauf? Wir müssen, glaube ich, über diese Ecke hoch. Anders geht das hier nicht. Es ist echt bescheiden. So. Gucken, ob da Dünger drauf geht. Feuer frei. Jo, passt. Dann geht. Dann auf zum fröhlichen Düngen, ne? Die 106 war ja voll gedüngt. Dass wir auch einen schicken, feinen Ertrag haben, ne? Ist ja wichtig. Da dann. Das ist aber auch eine Streubreite, ne? Bisschen rucki zucki mit durch. Das lohnt sich schon. So, eben hier beim Nachbarn das Gemüse mitdüngen. Freut er sich. Zack. Müssen wir den Düngerstreuer reparieren oder warum kann man da nur noch 20 Meter jucken? Habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Aber ich habe eigentlich den Mod drin, dass der nachts die repariert. Normal brauchen wir uns da gar nicht drum kümmern. Aber die Bahn noch. Die 99 dann. Muss auch noch gedüngt werden. Also Opfer dahin. Da hat das Tracks echt nicht. Ich weiß nicht, was los ist. So, hier müssen wir düngen. Feuer frei. Ja, läuft. Nimmt auch an. Gut. Wie sind wir da schicki-feini durch? Na, eine steile Ecke. Da gibt es noch eine steile Ecke. Könnt ihr euch kaufen. Könnt ihr günstig schießen. Braucht auch nicht so viel für bezahlen. Was haben wir eigentlich hier drauf gesät, dass das so dünn aussieht? Man sieht ja fast gar nichts an Pflanze. Oh. Ja. So Freunde. Ich sag dann aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Däumchen da. Wenn nicht, dann macht den Daumen runter. Schreibt den Kommentar dazu, warum euch das nicht gefallen hat. Das würde mich echt freuen. Wenn es euch gefallen hat und ihr möchtet nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.